Sind alle da? Gut, es gibt Aufstände über die ganze Stadt verteilt. Also müssen alle ran. Damit seid ihr zwei gemeint. McLean, Zeit, mal richtige Polizeiarbeit zu machen. Bist du sicher, dass dein launischer Magen das aushält? Aufhören, ihr zwei. Officer Murakami wurde im Dienst verwundet, aber hat die ärztliche Erlaubnis, uns zu berichten, was da draußen passiert. Danke, Chief. Jungs, ich habe so etwas vorher noch nie gesehen. Eine Horde Wutbürger watschelt herum, attackiert sich gegenseitig und macht die ganze Stadt dem Erdboden gleich. Es erscheint alles so hirnlos. Wir wussten nicht, dass dieses Verhalten verursacht. Wir wissen nicht, was dieses Verhalten verursacht. Aber wir müssen da raus und es aufhalten. Seid vorsichtig da draußen und viel Glück. Einheit, wegtreten. Ja, okay. Ich liebe einen guten Aufstand. Nichts macht mich glücklicher, als ein bisschen mit dem Schläger zu üben. Neuer Detective. Mein erster Arbeitstag und wir kämpfen einen Aufstand. Wir bekämpfen einen Aufstand. Wie aufregend. Ach du Arme. 10 Mäuse, dass der Anfänger den Tag nicht überlebt. Oh, hey. Ich nehme die Wette an, McKing. Du wirst das gut machen, Detective. Wie heißt du eigentlich? Was? Fisch? Frisch Fisch? What? Versteh mich. Oh, okay, Dick Brickman hier, live aus dem Rathaus, wo ich, Dick Brickman, langsam von einem hungrigen aussehenden Politiker angesprochen werde. Herr Politiker, alle Berichte lassen darauf schließen, dass die Stadt in einem Panikzustand ist. Bekomme ich eine Stellungnahme? Selbe alte Parteilinie. Wann werden diese Politiker damit aufhören? Sehr schön. Sind alle da? Gut, es gibt... Ja. Okay, warum? Sie fängt hier von vorne an. So, Chief Scully nochmal. Sorry, McQueen, ich weiß, das sind keine üblichen Fälle. Wir wollen es mal ordentlich vorlesen. Sorry, McQueen, ich weiß, das ist keiner ihrer üblichen Fälle, aber ich brauche dafür jeden auf der Straße. Kein Problem, Chief, ich helfe gern. So, Murakami, wie geht es deinem Arm? Ich lebe noch, danke. Der Täter hat versucht mich zu verursacht. Was ist los hier heute? Hör mal. Der Täter hat versucht, mich zu beißen, aber ich konnte entkommen. Verrückt, oder? Na dann. Schnapp mir besser Dudi und dann los. Oh, okay, alles klar. Wir haben mehrere Punkte. Museum, Chinatown und die Villa. Fangen wir mit der Villa an. Wir haben Berichte von einem Einbruch im alten Anwesen des Dons. Schauen wir mal nach. Detective, die Stadt ist im Chaos. Wir sollten uns besser auf wichtige Dinge konzentrieren als auf diese baufälligen Gebäude. Wir wissen nicht, wer sie sind und warum sie eingebrochen sind. Dieses Anwesen gehört einem Mafia, Don. Nach allem, was wir wissen, gibt es hier einen verborgenen Waffenlager. Oh, shit. Wenn man bedenkt, wie verrückt heute alles in der Stadt ist, was immer sie wollen, wir stellen besser sicher, dass sie es nicht bekommen. Ja, Sandburg. War das eine gute Verwendung von Polizeiressourcen und Zeit? Nein! Hat es Spaß gemacht? Ja. Schön. Gargoyles, oh. Diese Dinge erinnern mich an manche Leute, die wir bei unseren Fällen getroffen haben. Ja, wo war? Torschild. Da steht, draußen bleiben. Zum Glück gilt das Gesetz für uns nicht. Dudi, das Gesetz gilt für uns. Nur nicht in diesem speziellen Fall. Sehr schön. So, also, was für Zeug hat der Don so gemacht? Du sagst es, das hat er. Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Markenfälschung und mehr. Das ist alles? Als ob das Herstellen von Tennisschlägern, Geldwäsche und Menschen zu zwingen, Stiefel zu tragen, nicht schlimm genug wäre. Was? Palmen haben wir hier noch? Mond. Hast du schon mal gemerkt, dass in Twin Lakes immer Vollmond ist? Es ist einfacher, das Assets wieder zu verwenden, schätze ich. Die Assets. Schön, schön, schön. Palm. Nein. Nein. Nicht der Mond. Nicht der Mond. Palm. Ihm muss es ziemlich gut gegangen sein mit seinem Strandhaus und all den Palmen drumherum. Vielleicht zahlt sich Verbrechen am Ende doch irgendwie aus. Okay. So, geh zur Villa. So, was haben wir denn hier Schönes? Seltsame Gerätschaften. Das muss dem gehören, der da drin ist. Wer auch immer. Das Zeug sieht gefährlich aus. Ich schalte es lieber vorerst ab. Aus. Okay, und wir haben Batterien. Okay, wir haben... Okay. Okay, wir haben die Batterien. Ah, das tut nichts mehr, seit ich die Batterie entfernt habe. Okay.
Oh, nee. Moment. Sir, Sie dürfen hier nicht sein. Dieses Gebäude ist einsturzgefährdet. Gerne! Das stimmt nicht. Ist da jemand? Ja, geht es Ihnen gut? Mir würde es viel besser gehen, wenn mich dieses Ding hier nicht gefangen halten würde. Ah. Warten Sie. Wir machen etwas. Kann ich nochmal ganz rausgehen? Ja, eigentlich... Also okay, den Zettel kann ich nicht angucken. Durch die vernagelten Fenster kann ich drinnen nicht viel sehen. Okay. Na gut. Also mal schauen. So, okay. Wird's Couch? Eine überraschend bescheidene Couch für das Haus eines Gangsterhauses. So, okay, Seil. Können wir das Seil irgendwie durchschneiden? Ah, das scheint das Seil zu sein, das den Leuchter hält. Scheint zu klemmen. Beispiel Tisch. Ja, ah, was ja ein möglicherweise günstig gelegener Tisch. Okay. Oh, Waschbecken. Die Flüssigkeit ist so dunkel und stinkig, ich würde nicht einmal gegen eine Belohnung meine Hand reinstecken. Keine Messer, keine Scheren oder andere scharfe Objekte. Was für eine bequeme Unannehmlichkeit. Tja. Ofen. Sind das die Überreste eines vor lang vergessenen Brathähnchens drin? Das ist nicht genießbar, Duli. Schön. Ah, die könnten wir im Blutwolf-Camp gebrauchen. Irgendjemand hat unsere Töpfe ruiniert, indem er Marshmallows drin geschmolzen hat. Ja. was? Jemand? Was? Diese Monster! Schön. Ah, jemand hat diese Tasse halb sauber gemacht. Was? Ich bin sicher. Es macht ihnen nichts aus, wenn ich ihre Stahlwolle mitnehme. Stahlwolle? Aha, okay. So, kaputter Schrank. Den kann ich nicht öffnen. Ich frage mich, welche Schätze dort drin sind. Nicht genug, um ihn aufzubrechen, schätze ich. Schön. Kühlschrank. Hust, was für ein Gestank. Hat jemand vergessen, den Kühlschrank sauber zu machen, als dieser Ort verlassen wurde? Irgendetwas drin, was ich essen kann? Duli, das ist alles vergammelt. Aber ich bin so hungrig. Du hast die Sache so dringend erscheinen lassen, also habe ich das zweite Frühstück ausfallen lassen. Natürlich das zweite Frühstück. Ist das dringend, Duli? Nee, das ist dringend, Duli. So. Schön, aber wenn all das hier vorbei ist, kaufst du mir Pfannkuchen. Nein. So, theoretisch, Stahlwolle und Batterie dürfte eigentlich... Blutwolf-Trick, kombiniere eine Batterie mit Stahlwolle, um einen Zünder zu erzeugen. Die kleine Emily hat mir das beigebracht. Genau, Stahlwolle brennt nämlich fantastisch. Das ist plausibel. Blubub. So. Okay, ich würde mal sagen... Offenbar schaue ich es an. Verschiedene Vorräte an... oh, einschließlich Kerzen. Ich denke, ich nehme eine. Fantastisch. Na dann. Wenn ich das anzünde, während das noch in meiner Tasche ist, verbrenne ich mir den Mantel. Mein kostbarer Mantel. Alles klar. Denn ist der Plan folgender. Wir stellen hier die Kerze hin. Ich sagte, wir stellen. Wir stellen hier die... Lassen wir die einfach hier. Und zünden damit die Kerze. Das sollte taugen, um das Seil entsprechend langsam und dramatisch durchzubrennen. Bye bye. Patsch. Es ist sicher, um jetzt rauszukommen. Detective, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu erwähnen, dass ich eine Feuerallergie habe? Oh Gott. Hey! Roxa! Jungs, ich bin euch echt was schuldig. Was hast du hier gemacht? Eigentlich aus keinem bestimmten Grund, aus gar keinem bestimmten Grund, sollten wir rausgehen, bevor du uns das sagst. So, es brennt lichterloh, wunderbar. Danke, dass ihr mich gerade gerettet habt. Wie geht es dir? Ja, danke euch, Jungs. Was ist mit dem Aufstieg? Ich bin jetzt in Spuktor. In Spuktor, schön. Da ich immer wieder eine seltsame Begebenheit verstrickt werde, erwarb ich dafür eine Franchise-Lizenz. Aber schön. Schön für Sie. Und es gab hier letzte Nacht einen örtlich begrenzten Sturm. Also wusste ich, das bedeutet... irgendetwas war nach dem Ereignis in der Bücherei passiert. Guter Fund. Ah, ist das deine Ausrüstung? Ja, genau. Es ist ein Spukometer. Gefällt es dir? Es misst die Spuktivität. Das ist bescheuert. Die Spuktivität. Ah, ich habe es mitgebracht, um Messwerte zu sammeln. Aber ich werde in diesem Raum ich wurde in diesen Raum geschlossen und kam seitdem nicht dazu, einen Blick auf die Messwerte zu werfen. Ah, von der Kreatur gefangen gehalten? Später. Ja, aber zuerst nicht.
Da waren Leute hier, die den Ort durchkämmt haben. Ihre Akzente waren schwer zu verstehen, aber sie haben den Don gesucht. Aber er ist schon eine Weile tot. Ja, sie haben sich verzogen, als sie das bemerkten. Ich wartete eine Weile, um sicherzugehen, dass sie nicht zurückkommen, aber plötzlich platzte dieses Ding aus dem Boden und ich war schon wieder eingeschlossen. Ah, was an deiner Aufzeichnung? Das ist eigenartig, die Batterie fehlt. Unschuldiges Pfeif. Zum Glück ist da ein Ausdruck drin. Ich brauche noch einen Moment, um den auszuwerten. Wow, eine Menge Spukwerte. Wer oder was auch immer nach dem Don gesucht hat, war nicht menschlicher Natur. Ich glaube nicht, dass wir da draußen noch mehr finden. Lass uns zum nächsten Tatort fahren. Raxa, du solltest auch gehen. Wegen des Feuers? Feuer? Hier ist kein Feuer. Nein, wir sollten alle gehen aus anderen Gründen, die nichts mit Feuer zu tun haben. Bye. Sehr schön. Ja, nice. Dann ab nach... keine Ahnung, Chinatown. Hier bekommt man McNuggets Ruhestandsurnen. Was? McNuggets Ruhestandurnen? Oh Gott. Was für eine spaßige Party. Wir haben die ganze Zeit nur Monster gejagt. Erinnerungen jagen, meinst du? So, Müll. Hier ist ein Tennisschläger ohne Bespannung. Den nehmen wir natürlich mit. Oh. Tiefenreinigung. Aha. So, so. So, hier ist nichts drin, außer Mitnahmewälder und schmutzige Magazine. Ah, okay, alles klar. Jetzt versteh's. So, gehen wir mal rein. Sind das Pfoten? Nee, das kann nicht sein. Hilfe, ich bin gefangen. Werdet sie los? Ah, kriegen wir hier einen Mokwai? So, untoter Plunder. Was zur Hölle? Die Affenpfoten wurden alle zum Leben erweckt. Fühle mich jetzt nicht so glücklich. Ich hoffe, dass stadtweite Aufstände haben nicht alle mit Untote zu tun. Weniger Fuschen, mehr Huschen. Alle gegen sie. Okay. So, was haben wir denn? Heilkristall. Kristall, die für eine Art Heilung gebraucht werden, schätze ich. Oh, das ist sehr scharf. Hm, das könnte nützlich sein. Und wir haben einen Heilkristall. Winkelkatze. Ah, Winkelkatze. Angesichts meiner derzeitigen Zwangslage glaube ich mehr, dass keine dieser Glücksspringer funktioniert. Kann ich die nehmen? Nein, kann ich nicht. Ein Totenkopf. Ist dieser Schädel echt? Das ist der Schädel des vorigen Ladenbesitzers. Im Testament wurde festgelegt, dass er immer ausgestellt werden muss. Scheiße. Ein Traumfänger. Ein Traumfänger benutzt man, um Albtraum zu fangen. Könnte in diesem Albtraum nützlich sein. Traumfänger gefunden. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich kann die scharfen Kanten benutzen, um den Traumfänger aufzuschneiden. Schnür und Schnür mit kaputten Schläger. Der ist ein bisschen zu wackelig für eine Partie Squash, findest du nicht? Netz. Schön. So, was zur Hölle? Okay, die Affenpuppen wollen. Okay. Bin ja Fuschen, mehr Huschen. Kann ich denn nicht mit dem Netz jetzt einfach. Ein improvisiertes Schmetterlingsnetz? Kann man jetzt. Einmal vorsichtig wischen und okay, ich habe sie alle gefangen. Oh, cool. Na, das war doch... Verschiedene Bücher über positives Leben, Feng Shui und das Nutzen der geheimen Höllenbestie, was? Um deine Feinde zu kontrollieren. Läuft. Warte, was? Seltsame Kiste. Was ist das? Chinesischer Rätselkasten. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man ihn öffnet. Ich habe keine Ahnung, was darin ist. Offener Koffer. So, der große Koffer, meine ich. Ein großer Koffer mit einem stabilen Schloss. Er ist innen leer. Ja, und nun, was ist hier los? Ich komme nicht eher raus, bis diese Dinger weg sind. Kann ich die da reinpacken? Ja, kann ich. Und mach zu. Hinein damit und eingeschlossen. Zum Glück sind sie gekommen, offiziell. Ich weiß nicht, wie ich sonst hätte fliehen. Was? Wie ich sonst hätte fliehen? Ihr Typen, können Sie keine andere Kopf schicken? Die ganze Einheit ist beschäftigt. Das ist Schikane. Sie haben uns gerufen. Hallo nochmal, Wong. Wong, wer ist Wong? Mein Name ist Detective McQueen. Scheint, als hätten wir den falschen Kerl erwischt. Was? Was ist hier passiert? Mein glücksbringender Hasenfuß, die Affenpfote und die Leiche hinten fingen plötzlich an, sich zu bewegen. Leiche hinten? Das habe ich nie gesagt. Sie haben keinerlei Beweise. Duli, hörst du ihn? Was ist los? Ich war abgelenkt. Du hast uns so viele Fragen gestellt.
Das alles begann kurze Zeit, nachdem mein Laden letzte Nacht ausgeraubt wurde. Oh. Wir haben die Gremlins gefunden. Wang. Nicht in meinem Laden. Habt ihr nicht? Sie haben sie an Duli verkauft. Ich kann ihnen nichts verkauft haben, was nicht existiert. Zwinkeln. Sie haben gerade Zwinker zu mir gesagt. Nein, hab ich nicht. Zwinkel. Ja, tut mir leid, wenn ich so ein bisschen klischeehaft betone, ja. Aber es ist ein klischeehaftes Spiel. Und von daher, that's it. Erzählen Sie mir mehr über den Überfall. Letzte Nacht schwebten ein paar Schlägelein. Sie schlugen hier alles kurz und klein und nahmen alle absolut legalen Ritualzutaten mit. Ritualzutaten? Hört sich nicht legal an. Dann gut für mich, dass die Beweise gestohlen wurden. Hineingeschwebt? Jep, schwebt dann an einen glühenden Nebel herein. Was? Das hört sich für mich nach Darksiders an. Ich glaube nicht, dass wir hier noch etwas Wichtiges finden. Lass uns zum nächsten Tatort fahren. Ach echt, ja, der fährt schon wieder? Na bitte. Dann auf zum Museum. Oha. Warum ist die Tür eingetreten? Aber wie eingetreten? Sieht wie ein Einbruch aus. Plünderer? Vielleicht, aber eigentlich tendieren sie dazu, sich für Fernseher zu entscheiden, nicht für Wandteppiche. Lass es uns überprüfen. So, Poster? Sieht aus, als wäre das eine ägyptische, angehauchte Darstellung. Tja, boah, diese Ägypter waren riesig. Oh Gott. Diese Bilder sind nicht maßstabsgetreu. Oh, ich wusste das. So, okay. Können wir jetzt Streifenwagen? Ich denke, unser Wagen ist alt genug, um Teil dieser Ausstellung zu sein. Ja, ja. Geht in Zeit. Ah, hier, Tristan. Schön. Ein beeindruckendes Exemplar. Da scheint etwas festgeklemmt zu sein, aber es ist zu weit weg, um es zu erreichen. Aha, okay, Schild. Nachdem sie sich umfangreiches historisches Material angesehen haben, glauben die Forscher von Twin Lakes, dass dieses Tier Anfang der 90er Jahre in einem, kostarikanischen Themenpark entkommen ist. Aha. Ja, Jurassic Park, wie schön, wie schön. Vermutliche Todesursache ist Ertrinken, weil die dünnen Arme nicht taugen würden, um an Land zu schwimmen. Ja. Wow, das Team hier spielt in seiner Klasse aber ganz oben. Ganz oben. Ja, okay. Können wir sonst noch irgendetwas? Nein. Anthropologie. So, großes Skelett. So sehen Plastikskelette aus. Wissenschaftler glauben, dass es ist, worauf der menschliche Körper modelliert wurde. Faszinierend. So, Kuriositätenkabinett. Es ist abgeschlossen. Ich frage mich, wie ich das öffnen kann. Kleines Skelett. Ein Affe, wahrscheinlich. Was für ein nettes Institut des Lernens das ist. Tja. Abgeschlossen. Oh! Hier sind auch Untote. Was versucht das alles? Also, ja. So, sieht aus, als ob ein Schmuckstück fehlt. Auf dem Schild steht der Stein des Osiris. Osiris, der ägyptische Totengott. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was in der Stadt vor sich geht. Sarkophag. Da muss die Mumie hergekommen sein. Ja. Nehmen wir ein Zepter. Zepter? Oh nein, das ist schlecht. Zepter? Wo? Warte, über wen sprechen wir? Ah, wir haben das Zepter. Schön. Mumie. Oh. Stöhnen. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber das Ding muss aus dem Sarkophag gekommen sein. Ich suche besser nach einem Weg, es wieder reinzulocken. Kann ich denn das Zepter dafür benutzen? Warum sollte das Ufer wahrscheinlich gehen? Ich glaube, es ist an allem interessiert, dass man essen kann. Alte Steintafel. Hey, da steht ja mein Lieblingswitz drauf. Schön. Ja. Ah, aber vielleicht können wir mit dem wichtigen Zepter des Osiris, ich frage mich, ob ich das benutzen kann, um etwas herzuholen, das er gegessen hat. Ja, scheint so. Vogelknochen. Das muss Tony Rex letztes Abendmahl gewesen sein. Tony? Das Team muss für irgendetwas stehen. Oh. Vogelknochen. Können wir damit das irgendwie... Das könnte als provisorischer Dietrich dienen. Ein sehr fragiler Dietrich.
Oh, okay. Alles klar. Vielleicht bekomme ich das auf, wenn ich die passenden Knochen zu den Bolzen im Schloss finde. Na gut, das sollte vielleicht jetzt nicht so schwer sein. Hoffe ich. diese Knochen scheinen nicht zu passen. Was? Dieser Knochen scheint nicht zu passen. Ich muss noch runter. Vielleicht geht da ein anderer Knochen. Okay. This one. Zack. 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 Und... Nein. Der. Zack. Dieser Knochen scheint nicht zu passen. Warum denn? Nein, ist er nicht. It's not. Na, der kann es aber jetzt auch nicht sein. Muss ja der sein. Zack. Das scheint es gewesen zu sein. Mal schauen, was drin ist. Was? Verschiedene Gläser. Nein. Eine Sammlung von Ohren. Boah, Ohrenschmalz des Museumspersonals. Ist das eklig. Molchaugen. Schön. Das ist eine alte Nachricht auf den Gläsern. Borge mir etwas Suppe. Bringe sie so schnell wie möglich zurück. Tee. Oh. Ein Glas in ein Glas eingelegte Gehirne. Ein Glas eingelegte Gehirne. Ich persönlich bevorzuge eher eingelegte Zwiebeln. Ja. So, was haben wir noch? Ein vollgestopftes mit alten Rechnungen. Ja, okay. Es enthält die Zeichnung von ein bisschen Marmelade. Etwas böses Juju. Das scheint mit Wespen gefüllt zu sein. Lebende, verärgerte Wespen. Toll. Benutzte Kontaktlinsen. Uri, oh, wird aber besser, Alter. Vor Ort gefunden. Ach, wie schön. Und Tschüssikowski. So, dann probiert mal einfach das mit dem Sarkophag. Sorry, eingelegte Gehirne. Aber ich muss mich um untote Angelegenheiten kümmern. Sehr schön. Pfeif's hier rein, Kumpel. Hier ist irgendwo ein Fall abgeschlossen, Gag drin. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Duli, ich habe es gerade herausgefunden. Die Darksiders versuchen nicht im Haus von Don. Was? Die Darksiders suchten nicht im Haus von Don. Sie suchten den Don. Ah, aber du hast doch gesagt, er sei tot. Weshalb sie die Stadt von Osiris und die rituellen Komponenten mitgenommen haben. Den Stein von Osiris. Oh, sorry Leute, aber heute ist mal wieder Lesen nicht ganz weit vorne auf meiner Was-ich-kann-Liste. Sie versuchen, ihn wiederzubeleben. Wow, Detective. Was für ein erstaunlicher Zufall, dass jeder Platz, an dem nur uns der Chief bis jetzt beordert hat, so eng mit dem Laufen einer Ermittlung im Zusammenhang steht. Ja, da ist was dran. Während wir auch nur zu einem einzigen anderen Tatort geschickt worden, hättest du vielleicht niemals alle Teile zusammenfügen können. Es ist keine Zeit, um diese zweifellos geringe Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, dass sich die Dinge zufällig so entwickelt haben. Wir müssen auf den Friedhof gehen. Und schnell. Wir können ihn nicht zurückkehren lassen. So, und ein vierter Tatort ist freigeschaltet. Der Friedhof. So, Teleskop. Ich frage mich, ob wir hier aus einem Überblick über die Stadt bekommen. Ich frage mich, ob wir von hier aus einen Überblick über die Situation bekommen. Ach, ist das schlimm. Oh, wie ich befürchtet habe, der Ort ist mit Zombies überfüllt. Das müssen die Darksiders sein, von denen wir gehört haben. Oh, Geister. Sie feuern auf jemanden in der Kirche, aber ich kann nicht erkennen, auf wen. Schau mal, Duli, hier drüben. Hier gibt es bösen Hokuspokus aus der Gruft. Wir müssen sie daran hindern, den Don zurückzubringen. Ja, schöni, 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 schöni. Sterne. Siehst du die Konstellation, Detective? Das nennt man Sterne. Okay, Duli, lass uns gehen. So, mal kurz mal einen Schluck nehmen. Ah, ja. Kein Zweifel, sie sind richtige Zombies. Sieht aus, als kämen wir so nicht rein. Glockenton. Hey Bros, ich brauche Hilfe. Ich werde gerade sowohl mit meinem psychischen Selbst als auch mit meinen dogmatischen Ansichten des Universums gegenüber konfrontiert. Jemand ist in der Kirche gefangen. Wenn wir nicht reingehen, um ihm zu helfen, wird er Zombiefutter. So, Streifenwagen. Streifenwagen wird doch. Vielleicht war das Licht anlassen nicht die beste Art, sich anzuschleichen. Ja, da ist was dran. Ah, dieser Schlagstock könnte nützlich sein, um die Willkommensparty im Zaun zu halten. Juhu! Nein. Der beste Freund eines Polizeibeamten.
Hey. So, und Zombies, bleibt zurück, ihr Monster! Endlich mal eine positive Anwendungsmöglichkeit für polizeiliche Gewalt. Nun, seine Hand ist abgebrochen, aber es scheint ihm egal zu sein. Wir brauchen wohl einen anderen Weg hinein. Und wir haben einen Zombie-Arm. Okay. Geh nach rechts. Geh nach irgendetwas. Aha. Hallo. Eine Ölkanne, eine Ölkanne. Ich könnte sie benutzen, um die Räder zu ölen, aber ich komme nicht ran. Uhu. Okay. Okay, in Position. Jetzt deinen Muskel drücken und hab's. Ölkanne gefunden. Wunderbar. Kiste. Es scheint eine Dose Eintopf zu sein. Ist er noch warm? Kann. Oh nein, Doni, du kannst den alten Eintopf nicht essen. Schön. Habt ihr noch was? Tasche? Eine Tasche voll mit magischen schwarzen Achten. Was? Was sagen Sie? Fahren Sie später noch einmal. Oh, ich will's aber nicht. Okay. So, schließe Mülltonne. So, na denn, ölen wir mal die Tonnenräder. Okay, die Räder sind geölt. Schieben wir sie in Position, Doni. Okay. Kanalschacht, ach ey. Okay, Doni, wir werden über die Mauer gehen und du kommst durch die Kanalisation. Oha. Hoffentlich kann so einer von uns die Leute retten und verhindern, dass der Don zurückgebracht wird. Habe ich schon erwähnt, dass ich keinen tun. Nicht die Zeit dafür, Kumpel. Die Stadt braucht uns. Ich weiß. Hey, Detective. Ja? Sei vorsichtig. Du auch, Kumpel. Du auch. Oh, wie spielst du ihn? Nice. Ohne Zweifel ist das ein geheimes Schlupfloch für staatliche Informanten. So, also pumpt die Regierung Dihydrogenmonoxid aus in unsere Häuser. Diese Monster. Ja. Genau. So, Kanalgitter. Dieser Weg ist durch ein riesiges Gitter blockiert. Was für ein Geheimnis versteckst du, Gitter? Wenn all dies zu Ende ist, führe ich eine Untersuchung gegen dich durch. Ich werde dich Gate nennen. Oh, ein Kanalalligator, wie schön. Hey, kleiner Kerl, was machst du denn hier unten? Ich schaue mir Geschichten. Schau meine Geschichte, lass mich. Jacques. Ein Alligator? In der Kanalisation? Der fernsieht? Tja, die Geschichte ergibt Sinn für mich. Viel Spaß noch, Mister. Achte aber auf die Kannibalen. Was? Die Kannibalen? Eine Fernsehserie über Vorstadthelden. Was für ein Schwachsinn. Ja, das ist Schwachsinn. Absolut. Kann man mit ihnen mal sprechen? Nee. Er schaut eine Serie über sich. Dann weiter. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh, böser Clown. Oh, wie fies. Dann können wir alle fliegen. Hey, Doli. Willst du nicht Hallo sagen? Eine Sekunde mal, Böschchen. Was macht ein Clown hier unten? Ist das doch hier kein Zirkus? Das ist doch hier kein Zirkus. Ah, ich verteile Ballons an missratene Kinder. Tust du das? Und gibt Zuckerwatte und Fahrgeschäfte und allerlei Überraschungen hier unten. Überraschung? Habe ich bereits erwähnt, dass es die Ballons in allen Farben gibt? Ich hatte das alles nicht für problematisch. Es spricht für dich, dass du dich um die umherirrenden Kinder kümmerst. Oh, damit sie keine Angst bekommen. Alter! Danke. Gern geschehen. Ganz meinerseits. Ja, das Boot ist nicht das einzige hier, was schwebt. Schaltkasten. Diese Box enthält die Power der gesamten Stadt. Elektrisch und politisch gesehen. Oh, ein Verteilerkasten für die ganze Stadt. Das ist toll. So, ja, dann lassen wir Pennywise hier mal stehen. Ihr seht, Arbeiter. Hallo, Officer, was führt Sie in die Kanalisation? Ah, du kennst uns, Cops. Wir warten doch immer durch den Dreck der Menschheit. Aber warum bist du hier? Wir reparieren die Hochspannungsleitung. All die flackernden Lichter seit kurzem in der Stadt bemerkt. Das bringen wir in Ordnung. Das ist wirklich klasse. Eine großartige Ausrede. Glaubst du, ich bin ein Schwachkopf? Ich sehe euer Schild. Darauf steht ein kleines I. Ihr Typen seid
wie Maurer. Was? Was? Stillgestanden. Was? Nein, das andere. Keine Bewegung. Ich meine, keine Bewegung. Was soll man sich... Was? Wie soll man sich als Polizist denn auch all diese Fachbegriffe merken? Lasst euer Zeug fallen und verschwindet. Ich würde euch ja verhaften, aber ich muss irgendwo hin. Was erzählst du? Wir sind nur hier, um zu reparieren. Leisten Sie etwa Widerstand gegen die Festnahme? Ich schätze, wir sollten auf den Officer hören und den Rest vom Tag freinehmen, Tyrese. Naja, auch mal eine schöne Abwechslung, früher zur Familie nach Hause zu kommen. So, okay. Ihr seid immer unser Alter. Diese Gauner haben ihre ominöse Schild zurückgelassen. Kangohammer. Ich konfessiere das, damit sie hier... Was? Damit sie nicht mit ihren dubiosen Arbeiten weitermachen können. Was auch immer sie im Schilde führen. So, was haben wir hier? Bauteile. Teuflischer Schutt eines hinterlistigen Gegners. Okay. Kann man da noch? Loch an der Wand. Ich frage mich, was sie hier Geheimes vorhatten. Ein Loch zu einem Planeten graben, der in unseren Planeten versteckt ist. Alter. Oder wollten sie einen Schlupfwinkel für die Echsenmenschen bauen, die uns heimlich steuern? Vielleicht hatten sie geplant, etwas für die Maulwurfmänner zu opfern. Was immer es auch war, es wurde vereitelt. So, kann ich da mit dem Kangohammer hier? Ich verstehe nicht, was diese zwei hier für Unheil geplant haben, hatten. Und ich glaube ihnen kein Wort, aber ich weiß nicht, ob es ungefährlich ist, das auf diese Weise kaputt zu schlagen. Na klar, komm. Naja, wenn du nicht willst. Kanalgitter. Dieses Gitter hindert mich weiterzugehen. Wenn es nur einen Weg hindurch gäbe. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, zermatsche sie mit einem Hammer, dann hauche dem gelben Körper wieder Leben ein, so dass sie lernen, nicht nochmal Schindluder mit dir zu treiben. What? Währenddessen. Kurz mal einen Schluck nehmen. So, okay, wir sind schon auf dem Friedhof. Grave McGabe, Therese McCabe, an einem Stapelüberlauf ertrunken, opfert. Von einer Schreibtischblockade zerschmettert. Hat sich selbst um die Ecke gemalt. Na, kann man machen. Niemand hat gehört, was ihm passiert ist. Lebendig von Bugs gefressen. Wahrscheinlich der Entwickler. So, der Schuppen. Oh, Smithy. Wir wurden durchbrochen. Angriff. Halt. Mensch, das tut mir leid. Ich dachte, du wärst die... Du wärst die Hunden, die mein Gehirn fressen wollen, um an Militärgeheimnisse zu kommen. Aber jetzt sehe ich, dass du ein Yankee-Junge bist. Sieht man an deiner Haltung. Nicht unnachgiebig genug. Schultern wie geschmolzene Eiscreme an einem sonnigen Sonntagmorgen. Hä? Okay. So, oh, Gasmaske. Die sieht obskur genug aus, um nützlich zu sein. Finger weg, alter Junge. Diese Hunde da draußen stinken wie die Pest. Die Maske ist meine einzige Verteidigung. Okay, Stiefel? Hey, Stiefel meiner Größe. Gefallen sie dir? Sind deine. Gehörten einem Sergeant von mir. Im letzten Krieg. Danke. Moment mal. Das sind keine normalen Stiefel. Das sind Metallanschlüsse drin. Hä? Er hatte Beinprothesen. Dafür brauchte er Spezialschuhe mit Klicksystem. Deswegen habe ich keine Verwendung für sie. Wie großzügig. Und wir haben Stiefel. Ein Helm? Ah, das ist ein netter Helm. Es gehört sich nicht, Kommentare über das Stück eines anderen Mannes zu machen, alter Knabe. Nein, ich fürchte, die kannst du nicht haben, alter Knabe. Ich brauche sie, um Zombie Fritz eins über die Röhre zu ziehen, wenn er versucht, in meinen Bunker einzudringen. Okay. So nett und warm, ein weiterer Grund, warum ich nicht hier wieder raus will. Habe ich mir aus Flugzeugteilen zusammengebaut, nachdem ich während des großen Krieges hier abgeschossen wurde. Habe ich großer Krieg gesagt? Das war bestenfalls mittelmäßig. Okay. Kann ich dir helfen, alter Knabe? Du warst zu schnell. Okay. Wer bist du? Brigadier Reginald Smith. Meine Freunde sagen Smithy. Aber natürlich habe ich keine Freunde. In der Armee hat man dafür keine Zeit. Klar? Sicher. Du bist nicht mehr in der Armee?
Mein werter Freund, wenn du dich verpflichtest, dann verpflichtest du dich fürs ganze Leben. Seit wann bist du schon hier? Teufel, das kann ich nicht mehr genau sagen. Als junger Mann hier abgestürzt und einen Job als Friedhofsgräber angenommen, weil ich keine Staatsbürger war. Passiert alles bei einer ganzen Weile, scheint mir. Geht es dir gut? Du siehst... Oh, nee. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du zu viel durchgemacht. Das ist doch nur ein Kratzer. Du hättest die Hunden sehen sollen, als wir mit dem fertig waren. Die Hunden? Alter, was ist das für ein Krieg gewesen, bitte? Du bist doch ein Soldat. Kannst du mir bei der Vorbereitung des Kampfes behilflich sein? Zum Kampf, meine ich. Bei den Kriegsanstalten helfen klingt toll. Ich habe immer noch meine Militärausrüstung da. Lass mal sehen. Das ist mein Campinggeschirr. Aber das ist nicht mehr das Neueste. Eine Feldflasche, aber die hat ein Einschussloch. Ein Zeltboden, ist ohne Zeltdach nicht so sinnvoll. Das sieht nicht gut aus, alter Knabe. Ich verrate dir was. Nimm meine Gasmaske, die steht da drüben auf dem Regal. Danke. Ich mache alles, um Fritz den Weg zu versperren. Na denn, tschö. Und bis dahin. Sei bloß vorsichtig damit. Ist innen wahrscheinlich noch mit Senfgas verschmiert. Was? War innen? Oh, wo war die, als ich die Gremlins gejagt habe? So, okay, gut. Na, dann haben wir also eine Maske und ein paar Schuhe. Wasserturm. Ja, was zum Wasserturm? Die Rüststangen. Ich hoffe, diese Struktur ist stabil, wenn ein Stück davon nützlich wäre. Aha. Scheint voller Regenwasser zu sein. Was klopfen hier? Kann ich hiermit irgendwas machen? Das Gerüst passt perfekt. Wunderbar. Wir haben Stelzen. Was bringt man jetzt hier? Komm ich da mit... kann ich die mit mir selbst benutzen? Das ist nicht der beste Ort, um Stelzen zu tragen. Ich muss noch absteigen. Okay. Also unten oder wie? Okay, probieren wir das aus. Probieren wir die aus. Aha. Okay. Das läuft hier. Guck mal, Slim. Wir haben einen streunenden Zombie. Hey, yo, Streuner. Baller ein paar Runden ums wir feiern. Was? Ballern. Ja, wie auch immer. Okay. So, da kann man nicht lang. Die können mich hier oben nicht kriegen. Ah, wie cool. Oh, Gehirne. Kaputtes Fenster. Die Darksider-Schläger haben das Fenster herausgeschossen und mir einen bequemen Weg hinein verschafft. Oh, schön. Ah, Agent McScream. Was machen Sie denn hier? Was machen wir irgendwo? Hilfreich wie immer. Ich muss den im Glockenturm retten. Wer auch immer das ist. Und dann einen Plan machen, wie ich in die Gruft komme und das Ritual aufhalte. Okay, ich umkreise die Verwundeten und brülle die Tiere an, um sich am Aas... Was? Die sich am Aas erfreuen würden. Okay. Das hilft immer noch nicht. Ich nehme an, Sie meinen, ich bin hier, weil andere Darksiders hier sind? Annahme ist die Mutter der Drachen... Okay. Na gut. Altar, das große Altar. Chief Ghouli. Was ist hier los? Was machen Sie in der Brightside? Will in rein. Geht es Ihnen gut? Bin angeschossen, Sohn. Mitten in den Bauch. Also haben die beiden Pfeifen auf Sie und McScream geschossen? So war es, Sohn. Ich brenne von innen nach außen aus. Darkseid-Kugeln sind nicht wie eure, mit den ganzen verfluchten Komponenten, die da drin sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Oder, ja, wie kann ich helfen? Können wir die Kugeln entfernen? Kann nicht normal entfernt werden, Sohn. Ich brauche Weihwasser, um das Böse auszuwaschen. Okay. Ich sehe mich mal um. Mach das, Sohn. Tschüss. Dürfte jetzt in der Kirche nicht so schwer sein, Weihwasser irgendwie herzukriegen. Das Räuchergefäß ist voll mit alten, eingetrockneten, schimmlig riechenden Weihrauch. Schade. Kerze. Die Kerzen sind größer als mein Kopf.
Hey, irgendeine Aussicht auf ein Wunder? Nein, in Ordnung. Dieser Kristall, Glockenturm, wie mal nach oben. Weiche zurück, Dämon Bro! Ja. Großartig, jetzt bin ich durchnässt. Krass, dachte du wärst ein Hohlschädel. Totales Wipeout bei mir, Bro. Richtig, hast du ein Handtuch, das ich mir ausleihen könnte? So, Sporttasche. Eine Sammlung von Extremsportausrüstung, wie Drachenflieger und Gesichtsfarbe. Woher haben sie das alles? Dude, ich mag es extrem bis zum Maximum. Und ohne Farbe in deinem Gesicht kannst du nicht bis zum Äußersten gehen. Aber die Tauchflasche ist futsch. Ich habe das Mundstück verloren. Das schmeiß ich raus. Darf ich mir die nehmen? Kein Problem, Dude. Viel Spaß damit. Tauchflasche, können wir die mit der Gasmaske kombinieren? Die Maske sollte als Ersatz für eine Atemmaske ausreichen. Zumindest für ein paar Minuten. Schön, Tauchausrüstung. So. Sorry für die Pleite, Dude. Was war das denn? Hohlköpfe mögen kein Weihwasser, mein Freund, Amigo. Macht Matschburger aus ihnen. Gut zu wissen. Okay, er hat Weihwasser. Kann ich etwas Weihwasser haben? Klar, Dude, ich gebe dir gern was vom Saft des Herrn ab. Geht. Sagen Sie das nicht so. Ich habe gerade nochmal total wenig übrig. Warte, ich habe gerade noch total wenig übrig. Hab meinen letzten Klatscher an dich verschwendet. Aber klar, du kannst auch noch meinen letzten Tropfen haben. Nur, Dude, das ist echt nicht genug, um damit einen Hohlschädel zu zermatschen. Okay. Ich komme, um sie zu retten. Geht es Ihnen gut? Unter diesen Umständen bin ich froh, hier oben rumzuhängen, anstatt in einer Woge voller Untoter. Wir müssen hier raus. Wenn du es schaffst, die Welle der Untoten zu brechen, kann ich hier weg, Dude. Wie mache ich das? So wie der Surfer, das der See lauscht. Ach Gott. Also, wie gesagt, Leute, es tut mir heute echt leid. Lesen ist ja sonst schon immer schlecht. Heute ist richtig schlecht. So wie der Surfer der See lauscht, solltest du vielleicht den Toten lauschen. Das, eigentlich könnte das klappen. Gute Idee. Der Herr spricht durch mich, Brosef. Brosef. Was ist mit der ganzen Sportausrüstung? Eigentlich hatte ich ja einen Extremsporturlaub geplant, aber ich bin hier geblieben, um ein paar Babys zu taufen. Bro, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Na denn, Brennion. Sayonara, Dude. Kann ich das jetzt mitnehmen? Ne. So, okay, nehmen wir mal runter. Wir haben Weihwasser, können wir erstmal Chief Ghoulie helfen. Benutzen Sie das, um Ihre Wunde zu reinigen. Viel besser. Danke, Sohn. Danke dafür, Sohn. Geht's jetzt besser? Viel besser. Bereit, die Kräfte des Bösen ein weiteres Mal zu bekämpfen. Ich wusste, dass ich mit Ihnen recht hatte. Guter Mann. Schönen Tag, Sohn. Schönen Tag. Sohn und die Geschwindigkeit der Götter. Was? Schönen Tag, Sohn und die Geschwindigkeit der Götter? Hä? So. Okay. Ich habe jetzt eine Taucherausrüstung. Oh, warte mal. Dieser Kristall. Wie war dieser Kristall? Hallo. Schublade. Da sind die Kerninhalte aller großen Religionen und eine Notiz. Nur für den Fall. Brieföffner. Stifte, ein Brieföffner, eine Lesebrille, weil die Gläser rausgefallen sind. Ich werde den Brieföffner nehmen. Oh, schön, wir haben einen Brieföffner. Ein Klötzchenhutkalender. Oh, ist das scheiße. Stuhl. Ich wünschte, ich hätte einen netten Stuhl wie den im Büro. Ich könnte den nicht für den Fall konfessieren, oder? Nein, können wir nicht. Könnte ich trotzdem? Reißwolf. Das ist ein Hochleistungsschredder. Er könnte wahrscheinlich sogar Kleider zerreißen. Okay. So. Die Bank rein. Sprechen wir nochmal hier mit ihm. Ich habe mit Ghoulie gesprochen. Quälen ihn immer noch die Schmerzen. Er erholt sich jetzt. Nur, wenn man davon ausgeht, dass man sich durch Erholen besser fühlt.
Ich sollte die Gegend untersuchen und entscheiden, was dann zu tun ist. Das müssen wir alle. Rauszugehen ist nicht sicher. Tja. Das irgendwie... doch nicht. Aber was soll man denn tun? Mein provisorischer Eingang. Ich kann draußen immer noch die Zombies hören. Gehirne, Gehirne, Gehirne! Gehirne? Gehirne! Hört sich an, als ob sie streiten. Wenn ich sie nur verstehen könnte. Ja. Jetzt hatten wir auch schon... Oh, etwas später. Okay. Was war jetzt anders? Oh, das war einfacher als ich dachte. Für den Ignoranten ist alles einfach. Hey. Okay. Finden wir raus, was die Zombies sagen. Okay, ich muss also erst wirklich das Fenster klappen. Ich muss verstehen, was die Monster wollen, bevor ich wieder rausgehe. Kann ich mit ihm mal sprechen? Hey, Gehirne, Gehirne, Gehirne. Ihr seid Gehirne, meine lieben Gehirne. Okay, versuchen wir es noch einmal. Gehirne, Gehirne, Gehirne. Gehirne? Gehirne. Sie scheinen verärgert und durcheinander zu sein. Wenn ich mich als einer von ihnen verkleiden könnte, glaube ich, dass ich mich mit ihnen verbrüdern könnte, um sie dann von der Kirche wegzulocken. Ich muss einen Weg finden, etwas weniger lebendig auszusehen und zu riechen. Na, da habe ich doch schon mal eine Idee. Wir haben doch... Können Sie Ihre Gesichtsmalfarbe benutzen, um mich untot aussehen zu lassen? Kann ich machen, Bro. 110%. Prozente gehen nur bis 110, Bro. 110. Na gut. Okay. Wir sehen etwas übel aus. So, und hier war Weihrauch. Der war auch stinkend. Das Räuchergefäß ist voll mit alten, eingetrunkenen, schimmlig riechenden Weihrauch. Wenn ich einen Weg finden würde, etwas davon loszukratzen, könnte ich meinen lebenswürdigen, lebendigen Geruch überdecken. Ja, probieren wir mal. Kann ich? Geht das nicht? Warte, will? Dank dem rieche ich jetzt verwiesen genug. Okay. Und... Sorry, Mantel, aber ich muss ein bisschen untot aussehen. Abgefuckt, ey. So, okay, probieren wir mal. Okay. Ich sollte in der Lage sein, als einer von ihnen durchzugehen. Gehirne! Gehirne? Gehirne! Gehirne? Gehirne? Gehirne, Gehirne, Gehirne. Okay. Sie haben zugestimmt, sich unter meiner Führung zu vereinigen. Zeit, sie zu den Leuten zu bringen, die sie hergebracht haben. Ist das so scheiße? Folgt mir. Mamma mia, das ist eine Zombie-Horde. Renn, Slim. Hey, yo, lauf. Okay, cool. Oh, was Autoschlüssel. Diese Trottel müssen ihn verloren haben, als sie weggegangen sind. So, betritt die Gruft. Sofort damit aufhören. Zu spät, Brightsider. Ra, ich lebe. Er ist kein Zombie. Er ist menschlich, ihr Trottel. Gehirne? Oh nein. Zerstöre ihn. Gehirne. Oh, jetzt aber hier. So endet es also. Nicht mit einem Knall, aber mit einem jammernden McQueen. Okay. Das soll, so sollte das gehen. Huhu. Dooley, er ist unter den Trümmern mit all den Zombies gefangen. Ich muss ihn retten. Der Priester sagte, das Weihwasser lässt sie zu Staub verfallen. Aber wo finde ich genug davon? Na, ich habe so eine Ahnung. Magische Farbe, die nehmen wir mit. Das muss die Ritualfarbe sein, die Wang gestohlen wurde. Ja, sie haben damit die Markierung gemalt, um Kopsones Seele in den Körper des Dons zu beschwören. Wir haben Farbe. Leiter. Ich verstehe nicht, warum etwas Schwebendes eine Leiter braucht, um Wände zu bemalen, aber ich bin froh darum. Das könnte ein gangbarer Weg sein.
Achso, kann ich die hier rüberlegen? Über Loch. Damit sollte ich Zugang bekommen. Yay! Du, die Idiot? Nichts. Er ist halb benommen. Warum versuchen sie nicht, ihn zu fressen? Hirne. Oh nein! Oh, ist das scheiße. Oh, schöne Ding, schöne Ding. Okay. So. Das Auto in den Wasserturm zu fahren, würde mir genug Wasser geben, aber es ist nicht heilig. Ich muss außerdem, würde Duli ertrinken. Ich muss mich erst um die Probleme kümmern. Okay, alles klar. Denn, kann ich das Duli geben? Schnell, leg das an, Kumpel! Okay. So, und anscheinend muss ich dem Priester nochmal sagen, er soll das ganze Wasser im Wasserturm segnen. Ups, hoppala. So, Sie müssen den Wasserturm für mich segnen. Bro, ist das dein Ernst, Bro? Ich habe alle Untoten im Kanal und muss sie jetzt wegspülen. Schnell! Ich habe buchstäblich schon seit einer Ewigkeit darauf gewartet, dass man mich bittet, so viel göttlichen Saft zu verströmen. Ist das eklig? Sie haben eine deutliche Art, über Ihren Glauben zu sprechen. Was soll ich sagen, Bro? Der Herr ist mein Surfkumpel. Wir hängen eng und oft zusammen ab und ich möchte, dass die ganze Welt mit uns zusammen auf der Welle gleitet, auf den Wellen gleitet. Aber für uns, den Herrn und mich, ist Sicherheit completo relevanto. Hab diesen Rettungsring immer dabei, für den Fall, dass dich die Flut erwischt. Eine Flut, die Sünder rein zu waschen. Super biblisch, Bro. Super biblisch. Wir haben einen Rettungsring. Okay. Dude, Bro, ich mache jetzt mein Ding, Bro. Möge der große G an deiner Seite sein. Alter. Okay. So, nun gut. Wie ist er? Hat er jetzt oder was? Da ist er. Bro, ich habe alles im Griff, Bro. Geh und mach dein Ding. Ich bin bereit, Bro. Duschbag. Na dann. Okay, Toni, ist bereit und ich bin bereit. Bist du da oben auch bereit, Vater? Kawabanga! Ich werte das als ja. Viel Glück, Kumpel, ich verzieh mich in den Urlaub! Das Pedal ist festgeklemmt und das Auto ist vorbereitet. Ich hoffe, ich habe richtig gezielt. Bum. Ah, Gott sei Dank kippt er die richtige Richtung. Sehr schön, betritt die Gift. Hey Toni, alles in Ordnung, Kumpel? Hust, hust. Ich fühle mich noch ein wenig feucht hinter den Ohren, aber sonst bin ich in Ordnung. Schön, das zu hören. Oh nein, der Don! Oh. Ihr habt mir meine Diener genommen. Ich muss neu erschaffen und fange mit deinem Freund an. Hust, hust. Halt durch, Duli. Verdammt. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, den Don zurück in die Darkseid zu schicken. Na, aber Moment mal. Jawollo, wir machen uns unser eigenes Portal. Ich muss die rituellen Markierungen auf den Ring kopieren, um sie in ein behelfsmäßiges Portal zu verwandeln. Sehr schön. Alles klar, na dann. Du kommst dahin. Ist hier hin. Schibidi, schibidi, schibidi. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier bist du. Du kommst da hin. Schon wieder. Du hier. Du da. Und du hier. Und wir haben ein kleines Stargate gebastelt. Mein improvisiertes Portal ist einsatzbereit. Und jetzt? Dort Optionen. Ich muss sorgfältig zielen. No! Hab ihn. Viel Spaß im Exil, verrückter. Viel Spaß im Exil, zurück in der Darkseid. Bist du okay, Duli? Hust, ich liebe Detective. Gut, ich hatte einen Moment lang Angst um dich, Kumpel. Lass dich aus dem Kanal holen. Nun dann, nun dann, nun dann, nun dann. Wir haben den Rest seiner Komplizen verhaftet und weggesperrt.
Day hat kooperiert, um seine Strafe zu reduzieren. Der Nebeneffekt des Rituals, durch den die Toten in, der Stadt geweckt wurden, ist umgekehrt. Alle Toten sollten wieder tot sein. Gut, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das hinkriege. Das war verrückt. Gefährliche Magie, Jungs. Junge. Ich war jung und unschuldig. Leicht irregeführt. Es passiert vor einer halben Stunde. Ich bin in der Zeit viel erwachsener geworden. Zeit für Bewährung, würde ich sagen. Wie auch immer. Dafür schulden wir euch was, Brightsiders. Gerne. Ich würde sagen, jederzeit. Aber sorgen wir dafür, dass das nie wieder passiert. Hm? Absolut. Lass uns das jetzt mal wieder hinbiegen, oder? Etwas später. Dick Brickman hier mit Detective McKing, der gerade eine Medaille für das Beenden der Aufstände in der Stadt erhalten hat. Können Sie mir Dick Brickman und Ihnen, den Zuschauern von Dick Brickman, sagen, was passiert ist, Detective? Das waren Aufstände überall in der Stadt und jetzt nicht mehr. Bringen Sie Licht ins Dunkel, Detective. Ihre Gattin ist die Bürgermeisterin. Ist das ein Interessenkonflikt? Nee. Das habt ihr es, Freunde. Keine Konflikte und eine schicke Medaille. Glückwunsch an den Detective. Nach all dem kann ich nicht glauben, dass er eine Medaille bekommen hat. Und nicht du, Detective. Sie sagen, dass der Wasserturm ein paar Tage vorher geplatzt ist und von den toten Körpern verseucht wurde, bevor das Wasser in den Speicher gelangte, sodass all eine Zeit, weil wir Wahnsinn verfielen. Wenigstens wissen wir beide, was passiert ist. Und du bist ein Held, Detective. Danke, Kumpel. Das bedeutet mir viel. Fall abgeschlossen. Ja, ihr Lieben. Und das war The Dark Side Detective. Also ich muss sagen, ich hab's ja absolut mega gefeiert irgendwie. Also so viel Easter Eggs, wie da drin versteckt waren. Mega. Einfach mega. Mich würde mal interessieren, wie viel habt ihr gefunden? Wie viel Easter Eggs? Wie viel Anspielungen, Filme, Spiele, Bücher etc.? Haut's mir mal unten in die Kommentare und wenn euch das Let's Play so gefallen hat, würde ich mich persönlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und es gibt noch 3 Bonusfälle. Die kommen jetzt im Anschluss noch. Und ansonsten kann ich nur sagen, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dann. Tschö. Thank you.